So, ihr seid auch schon da, sehr cool. Das ist der Tachchen. Hi. Kannst ruhig reinkommen. Ja, so eine Mann war das. Also, das ist der zweite Werkstatt-Vlog heute. Und da ich ja gesagt habe, ich möchte demnächst öfter vloggen, wird das auch so stattfinden. Eigentlich wollte ich heute in der Hauptsache meinen Band- und Tellerschlager von dort nach hier umziehen. Das habe ich ja im letzten Vlog angekündigt. Das werde ich allerdings nicht tun. Ich habe nämlich, glaube ich, eine bessere Idee. Zumindest wenn der Platz reicht. Ich habe hier noch eine Lücke und auf der anderen Seite auch noch eine Lücke, wo das Teil reinpassen könnte. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich eher ein kleines Schränkchen bauen, den ich ausziehen kann, wo dann dieses Teil oben drauf steht und leicht nach oben schwenken kann. Zumindest ist das erstmal die Idee. Ich muss erstmal sehen, ob das machbar ist. Das werden wir sehen. Deshalb kommt das heute noch nicht. Wird aber auch kein Projektvideo. Auch das werde ich im Rahmen dieses Vlogs euch zeigen. Das heißt, ja, wie versprochen, es bleibt ein Vlog. So, ich würde sagen, wir legen los, denn ich möchte heute in der Hauptsache eine Box für diese Box bauen. Denn ich möchte ihm hier irgendwo an dieser Wand ein Plätzchen geben. Ja, ich meine natürlich nicht irgendwo an dieser Wand, sondern ich meine irgendwo in dieser Werkstatt ein Plätzchen geben, wo das Ding praktisch immer stehen kann. Das heißt, das Ding wird eingekapselt, mehr oder weniger, wird hinten und vorne natürlich offen bleiben, damit ja, der Klang und die Box nicht beeinträchtigt wird. Ich will ja auch nicht, dass das Ding irgendwie zu heiß wird oder sonst irgendwas, aber es wird verschlossen mit einer, ja, mit einem Stoff von hinten und von vorne. Ich glaube, das nennt sich Gaze, extra für Lautsprecher und Boxen. Das werde ich tun und ich werde es abnehmbar machen, weil diese Box nicht ausschließlich in der Werkstatt benutzt wird. Das heißt, ich muss sie auch rausnehmen können. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Das möchte ich vor allem heute zumindest zum großen Teil erledigt haben. Diesen Stoff, der vor die Box und hinter die Box kommt, den habe ich noch nicht da. Das heißt, es wird sicherlich nicht komplett fertig werden heute. Aber auf jeden Fall denke ich mal, dass wir den Umbau heute fertig kriegen sollten. Und damit fangen wir jetzt an. Ich würde sagen, sehr gut, das passt. So, jetzt haben wir erstmal schon mal das Seitenteil. Ich habe mich entschieden, dass wir das glatte außen lassen und die stumpfe, raue Seite drinnen lassen. So, ich habe das Ganze jetzt 22 hoch gemacht, sodass wir hier oben auch noch Luft haben. Ich möchte hier oben einen Deckel drauf machen mit einem, ja, mit einer Öffnung, dass ich die Box von oben auch bedienen kann. Ja, so. Mal gucken. Ich möchte praktisch, dass diese Box, also der Box nach hinten noch Platz gibt. Dass, wenn das vor der Wand hängt, der Bass immer noch einen Wirkungsgrad hat. Denn sonst, wenn ich das abschließe praktisch hier hinten mit der Wand, die ja dann die Wand von der French Gliedwand ist, arbeitet der Bass nicht mehr. Ich schließe ihn praktisch ab. Das heißt, ich muss hier hinten Platz lassen,
Richtig verschließen werde ich ja so oder so nicht, haben wir vorhin besprochen. Das heißt, ich werde das Maß übernehmen von der Bodenplatte hier unten. So, jetzt haben wir soweit die Teile fertig. Den Deckel habe ich auch fertig. Habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Was heißt ein Fehler? Es ist kein Fehler, es ist aber einfach, es ist halt einfach nicht so, wie ich es eigentlich haben wollte. Ich wollte es als Deckel oben aufliegend machen. Jetzt habe ich ihn genauso gesiegt. Ja, wir haben auch gesiegt, wenn wir das Ding fertig haben. Jetzt habe ich das Teil genauso gesägt wie den Boden hier unten. Das heißt, der Deckel wird nicht oben aufliegend, sondern du hältst einen Rand, sondern dazwischen liegend sein. Das heißt, dann müssen wir es halt so machen. Das ist in Ordnung. Und jetzt überlege ich mir gerade, weil ich ja hier oben die Bedienelemente freilegen muss, ob ich das jetzt mache oder wenn ich oder nach dem Zusammenbau. So, jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass wir das Ding zusammenschrauben können. Ich hoffe, das wird auch einigermaßen rechtwinklig, denn das habe ich nicht überprüft. Das soll auch kein Kunstwerk werden. Es soll nur die Box einigermaßen ordentlich aufbewahren. Und dafür sollte das Ding denklich reichen. Denklich. Ja, es ist auch denklich. Aber naja, es soll vor allem reichen.
Ja. Hier ist der Ausschnitt, damit ich die Box von oben bedienen kann. Ich werde das Ganze noch mit dem Abrundfräser ringsrum ein bisschen bearbeiten. Und dann sollte es das eigentlich fast schon gewesen sein. Natürlich kommt hier noch der Deckel drauf und hinten auch. Sobald ich die Gase habe dafür, werde ich das machen. Ich werde das als Deckel wahrscheinlich machen. Das heißt, ich werde hier irgendwie Magnete einbringen und das dann ja irgendwie so auflegen. Ich weiß noch nicht ganz genau, aber wahrscheinlich wird es so gemacht, weil ich es ja abnehmen muss, damit ich die Box auch wieder entnehmen kann. Tja, wie gesagt, so sieht das Teil aus. Ist noch nicht ganz fertig, aber gutes Ergebnis für heute. Für die paar Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Shop beim nächsten Mal wieder rein, dann bauen wir das Ding fertig. Oder wir finden irgendwas anderes. Es gibt hier noch so viel zu tun. Da gehen die Notwendigkeiten hier nicht aus. Das heißt, es gibt noch einiges zu tun. Ich hoffe, dass ich demnächst wieder mal dazu komme, an meinen 3, 4, 12 Projekten zu arbeiten. Aber bis dahin, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.